Der Amazonas ist Regenwald, selbst noch fast 6 Millionen Quadratkilometer. Mittlerweile hat sich die Fläche Schätzungen zufolge aber fast schon halbiert. Será que o homem branco não sabe que se ele tirar a floresta, vai acabar a chuva? E se acabar a chuva, ele não vai ter o que beber, nem o que comer? Vor vier Jahren hatte ich einmal Dawi Okinawa, einem weisen Vertreter des Yanomami-Volkes, folgendes sagen: zu essen. Eu escutei aquilo, eu cheguei às lágrimas. Porque das habe ich mir angehört. Ich dachte, wow, ich habe mich also 20 Jahre lang damit beschäftigt. Supercomputer, Dutzende, Tausende von Wissenschaftlern. Und wir beginnen, zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen. Und er weiß das bereits. Die Yanomami haben zudem nie abgeholzt. Wie können sie wissen, dass der Regen aufhört? Ich sah ihn bei einer anderen Veranstaltung und sagte: Dawi, woher wusstest du, dass der Regen aufhört, wenn du den Wald wegnimmst? Und er sagte: Ein Waldgeist habe es uns gesagt. Um Espírito da Floresta nos contou. Präsident Bolsonaro hat im Wahlkampf der mächtigen Holz-, Agrar- und Bergbaulobby versprochen, den Regenwald für eine wirtschaftliche Ausbeutung zu öffnen. Seit er an der Macht ist, wurden die Mittel für den Umweltschutz drastisch gekürzt. Bolsonaros Worte, seine Politik und das Virus. Eine tödliche Kombination für den Regenwald und die indigenen Völker. Vertreter indigener Gemeinschaften haben am Dienstag eine Demonstration in Brasilia veranstaltet. Sie sind gegen den von der Bundesregierung dem Kongress vorgelegten Gesetzesentwurf 191, mit dem der Bergbau auf indigenem Land legalisiert werden soll. Unsere Hauptnahrungsquelle wird vergiftet, nämlich der Fisch. Die Fische sind mit Quecksilber kontaminiert. Und auch Soja, das in den Tapajós-Fluss fällt, vergiftet die Fische. In der brasilianischen Hauptstadt Brasilia haben Indigene gegen eine Gesetzesreform zur Ausweitung von Schutzgebieten protestiert. Die Gesetzesinitiative sieht vor, dass Schutzgebiete nur noch ausgewiesen werden, wenn die Volksgruppen schon 1988 nachweislich dort gelebt hätten. Dazu sind viele indigene Völker nicht in der Lage. Drei Polizisten wurden bei den Protesten durch Pfeile verletzt. Mehrere Indigene wurden von Blendgranaten und Tränengas getroffen, zwei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Es sieht nicht nur aus wie ein Krieg. Es ist einer. Es ist einer. Und der findet weitgehend im Verborgenen statt. Es handelt sich um Verbrecher, die von organisierten Banden finanziert werden müssen, wenn sie das Geld haben, um so eine Maschine zu kaufen und sie hier auf das Land der Indigenen zu bringen. Sie zerstören nicht nur das Welterbe Brasiliens, sondern sie schaden unserem Land auch wirtschaftlich. Denn das Gold, das sie hier abbauen, wird illegal und heimlich weiterverkauft. Hier, heute, in Brasilia, ist ein historischer Meilenstein eines Hilferufes des ursprünglichen Volkes dieses Landes. Der alte Sepreto ist der dienstälteste Goldgräber hier und er schimpft, dass früher die Region verändert hat. Das erste Mal, dass ich dort war, war Anfang der 80er Jahre, also vor mehr oder weniger 40 Jahren. Der Amazonas ist ein unglaublicher, riesiger Raum. In den frühen 80er Jahren war das Amazonasgebiet noch komplett da. Heute haben wir 18% des Amazonas verloren. Wir sehen das als unser traditionelles Gebiet an. Erst im Jahr 2005 wurde dieser Wald zu einem Schutzgebiet. Und wir sollten plötzlich von hier verschwinden. Technik im Dienste Brasiliens. Nur wem genau dient sie?
Kritiker fürchten vor allem den großen Konzern. Am Agrobusiness verdienten deutsche Konzerne gut mit. Sie hätten Monokulturen hier etabliert. Und die wachsen auch da, wo früher mal Wald war. Chemieriesen und Flächenfraß, das hänge zusammen. Seit 2006 seien Nutzflächen Einnahmequelle in dieser Region und darüber hinaus die einzige, die es uns erlaubt, zu träumen. Als Goldgräber kann es passieren, dass du morgens arm aufwachst und abends reich zu Bett gehst. Europa, die USA und China sind die Hauptverursacher der globalen Erwärmung. Eigentlich müssten diese für ihre Bekämpfung zahlen. Solange der Goldpreis hoch ist und es sich lohnt, mache ich weiter. Fällt er, höre ich auf. So einfach ist das.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Garten. Thank you.
Thank you.
dass man den Urwald eigentlich in Ruhe lassen muss. Como que povo indígena que sempre viveu na floresta e que não tinha contato, né, com toda essa produção de conhecimento aqui fora, guardava no seu coração o sentimento profundo de que a terra tem limite. Das indigene Volk trug schon immer das tiefe Gefühl in seinem Herzen, dass die Erde Grenzen hat. Man sollte nicht zu viele Menschen auf demselben Platz im Wald versammeln. Das macht den Wald krank. Sie bewegen sich in diesen Räumen auf eine feierliche, ehrfürchtige Art und Weise. Niemand überrennt den Wald. Wenn wir Flüsse als Lebewesen betrachten, die Teil unserer Gemeinschaft sind, dann verändert das massiv die Art und Weise, in der wir über sie sprechen, in der wir Gesetze über sie machen und Entscheidungen über sie treffen. Im Jahr 2012 erhielt der Whanganui, ein Fluss in Neuseeland, den Status einer juristischen Person. Er hat damit eigene Rechte. Wächter wurden ernannt, die die Rechte des Flusses auch vertreten sollen. As to how we have actually associated a river, a mighty river, and given it the identity of a person. Nós temos que preservar. Se a gente quiser continuar a existir como espécie, as outras espécies também nós temos que lutar para preservar. Diese Völker bringen uns ein Wissen über unsere Ursprünge. Sie haben alle im Wald gelebt. Wir haben alle in Höhlen gelebt. Wir sind weggegangen. Wir haben uns verstädtert. Wir haben uns von der Natur entfernt. Aber die Ureinwohner leben immer noch in völliger Verbundenheit mit der Natur. Die indigene Bevölkerung ist Teil der biologischen Vielfalt. In Wirklichkeit sind wir die biologische Vielfalt. Wir sind eine Tierart inmitten von Tausenden von anderen Tierarten, inmitten von Zehntausenden von Pflanzenarten, die in Mineralien verstreut sind. Wir sind also Teil dieses Ganzen. Wir müssen hier auf der Erde mit sanften Schritten gehen, wie ein Vogel, der über den Himmel fliegt. Und wenn man hinschaut, dann hinterlässt er keine Spur.
Niemand überrennt. Que sempre viveu na floresta e que não tinha contato, né, com toda essa produção de conhecimento aqui fora, guardava no seu coração o sentimento profundo de que a terra tem limite. Das indigene Volk trug schon immer das tiefe Gefühl in seinem Herzen, dass die Erde Grenzen hat. Man sollte nicht zu viele Menschen auf demselben Platz im Wald versammeln. Es macht den Wald krank. Sie bewegen sich in diesen Räumen auf eine feierliche, ehrfürchtige Art und Weise. Niemand überrennt den Wald.